Die badische Verfassung vom 21. März 1919 steht in einem engen Zusammenhang zur Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919, hat aber eine Besonderheit. Sie ist die einzige Verfassung der Weimarer Republik, die nachträglich ein zweites Mal legitimiert wurde durch eine Volksabstimmung, übrigens die erste Volksabstimmung in Deutschland überhaupt. Der Grundgedanke, der dahinter steht, ist eine Reaktion auf mangelnde demokratische Mitbestimmung, Mitbeteiligung im Kaiserreich zuvor. Man wollte also sich mit diesem Staatsmodell der Demokratie ein weiteres Mal die Zustimmung des Herrschaftsträgers, des Souveräns, nämlich des badischen Volkes, einholen. Artikel 2 der Verfassung sagt explizit, das monarchische Prinzip ist abgeschafft. Zweitens, es wird ein Höchstmaß an politischer Partizipation ermöglicht, indem Männer und Frauen ab 20 Jahre wählen dürfen. Der dritte Punkt, der noch bemerkenswert ist, ist aber keine Weiterentwicklung, denn die Menschen- und Bürgerrechte sind immer noch auf dem Stand von 1818. Sie sind nicht vorstaatlich, sie sind nicht universell und sie sind per Gesetz wieder einzuschränken. Der Clou hier ist, dass als Beglaubigungsinstrument ein Papiersiegel verwendet wurde, das großherzoglich ist. Wir sehen hier noch die Krone und den Fürstenhut. Man hat also eine republikanische Verfassung mit einem monarchischen Beglaubigungsinstrument abgedruckt.